Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Zelda Link's Awakening. Ich hoffe, euch geht es gut. Das letzte Mal haben wir uns ohne Verabschiedung hier in diesem Dungeon, ja, verabschiedet, sozusagen. Jetzt werden wir mal weitermachen. Wir haben in der letzten Part hier diese Pegaso-Stiefel bekommen, die ja eigentlich voll gecheatet sind. Ich habe 4 rote Augen. So, zerstört alle. Bim bam boom. Was macht das da? Es geht wahrscheinlich wieder zum Anfang. Genau. Also jetzt kann man doch wahrscheinlich da durchgehen, oder? Jetzt mit den Pegaso-Stiefeln. Ja. Ja, und dann bekommen wir einen Schlüssel. Das ist doch perfekt. Das ist perfekt. Alles kalkuliert. Keine super nette Musik. Auf keinen Fall. Ich doch nicht. Da wo möchte ich hin. Die Pegaso-Stiefel, das ist das Beste. Ah, Hilfe. Hilfe, ich sehe nichts. Durch ein Gamer-Knödel. Ein Gamer-Knödel versperrt die Sicht. Setz mich das wieder eben nicht vor. Das ist einfach voll Mann! Entschuldigung. Hast du mich jetzt gerade gehauen? Hat's weh getan. Hilfe. Nö, warte nicht. Was war für dir? Warum hättest du mir weh tun sollen? Ich hab dich doch geschlagen. Du, ey, krass. Nein. Hab ihn. Hab den Schlüssel. Hast du gut gemacht. Ja, finde ich auch. Stirb. Dann gibt es noch den Skelett, der schon ein bisschen nervig ist, weil er immer springt. Oh. Oh. Und es war doch wichtig, das zu ändern, glaube ich. Sogar noch. Ich glaube, es war wichtig, das zu ändern. Ja, das war wichtig. Ja, stimmt, das war wichtig, das zu ändern. Und warte. Ich habe verstanden, dass es wichtig war, das zu ändern. Nein. Warte, hier gibt's aber stimmt, hier gibt's 3 Herzen. Aber das ist das Beste. Wow, wie man springen kann. Du hast so große Hobbys. Ja, sehr traurig. Und hier gibt es einen kleinen Schlüssel. Nicht mal. Seundu. Dann gehen wir wieder dorthin. Dann gehen wir dorthin. Fürchte nicht, lauf wie der Wind und fliege. Lauf wie der Wind und fliege. Ja, lauf wie der Wind, das haben wir eben alle verstanden. Wir sind lauf nicht wie der Wind, das finde ich so kind. Du bist aber witzig. Du, schau mal, was du machst. Er bringt mich voll aus der Fassung gerade eben. Weil er eben unlustig ist. Man hat gerade verlassen. Boah, diese Pegaso-Stiefel. Warte, das hab ich nicht getestet, aber vielleicht geht das. Weil, hat hier gesagt, lauf wie der Wind und fliege. Kann man dann da drüber springen? Frage ich mich. Also, ihr wisst, was ich meine, glaube ich.
kann man da drüber dann springen. Das ist schon krass. Ne, kann man nicht. Buh! Don't like. Ich glaube, es wurde gerade hier geklingelt. Ich glaube, das haben alle gehört. Wenn nicht, dann macht den Ton an. Stimmt, hier gibt es ja die Orgel. Du spürst einen Teil der Macht. Berühre mit ausgestrecktem Schwert verdächtige Stellen an der Wand und achte auf das Geräusch. Stimmt, das hat man ja uns schon gesagt. Bum 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 bum. Ciao. Boom. Noch ein Durchgang. Pegasus Stiefel, wartet. Oh, fast. Zu viele Skills. Zu viele. Oh, perfekt. Großer Schlüssel. Dafür haben wir alles, was wir brauchen. Warte, können wir auf die Map schauen? Da haben wir es noch nicht entdeckt. So eine große Truhe, die dort war. Dort haben wir noch eine Truhe nicht entdeckt. Dort haben wir alles. Da fehlen zwei kleine Schlüssel, aber wir haben nur einen. Und im Untergeschoss, dort gibt's den Boss. Das reimt sich. Yes. Ciao. Was? Wie bitte? Das finde ich jetzt nicht gut. Wartet. Dort gibt's eine Truhe hier. Die haben wir davor nicht bekommen. Okay. 300 Rubine, yes! Wir können uns auf jeden Fall Pfeil und Bogen jetzt kaufen. Dann gab es noch eine Truhe, die wir dort war. Stimmt, da waren wir ja. Stimmt, da brauchten wir ja das da. Da brauchten wir es. Wartet. Ich zeige euch, wie man das macht. Da, 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 da. So, Mädels, ich bin jetzt auch mal wieder da. Oh, Mädels. Da hat auch Mädels mein Video schauen. Und natürlich Herren. Guck mal, noch die Fasse-Kamme wieder zurück. Fasse-Kamme. Und da kommen es wieder neu geflogen. Mann, das ist so. Das ist so toll, so zu sprinten zu können. Ja, dachte ich, dass ihr das zwei Parte ohne mich auskommen müsstet.
Oh nee, ja, wir waren alle voll traurig. Ja, schon, ne? Man, ich finde was anderes, ob da ein Sam sitzt und kommentiert oder ob ein Gamer sitzt. Ich habe wenigstens die Labyrinthkarte, das ist schon mal nicht sehr schwer. Ist das das Einzige, was du heute gesagt hast? Nein, ich weiß. Jetzt konnte ich sagen, ich bin stolz auf dich! Bist du aber nicht, weil ich nicht auf dich stolz bin. Wieso bist du nicht auf mich stolz? Natürlich bin ich auf dich stolz. Aha, ich bin sehr stolz auf dich, mein Sohnemann. Please, fuck. Mein. Please, fuck. Was? Nee, ich hab's nicht gesagt. Hast du echt gerade please, fuck gesagt? Nein, ich hab please, please, fuck hast du gesagt. Nein, hab ich nicht. Es fehlen zwei Schlüssel. Aber ich weiß nicht, wo die sind, diese zwei Schlüssel. Warte, ich könnte jetzt, auch eine Sache anspielen, wo du gar nicht dabei warst und darauf fiel ich nicht an. Aber die kann ich später offscreen erzählen, aber mach das nicht im Livestream. Im Video. Video. Aber ich erzähle es dir nachher, muss ich unbedingt erzählen. Das ist für eine Funatam-Story vom letzten Bam. Jahr. Bam! Hat sie doch gar keinen Funatam letztes Jahr. Ja, alte Torenfahrt. Was du zum Tor? Ich hab die Torenausbildung gemacht letztes Jahr. Ende des Jahres. Krass. Die kann ich jetzt nutzen an meiner Realschule. Ich bin offiziell Tutor. Und betreue 5-Klässler. Also soll ich die keine Scheiße bauen. Und tu die ein bisschen einbringen in die neue Schule, obwohl die 5 auch neu ist. Aber das geht doch so gar nicht. Mir fehlt noch ein Schlüssel. Warte. Nein. Aber. Mir fehlt ein Schlüssel. Nix aber! Aber Papa! Papa, das geht hier so gar nicht! Was geht nicht? Du darfst doch nicht meine Mama betrügen! Was ist da? Es hat immer noch ist. Schau mal. Damit kannst du alles. Wie sagst du immer so schön? Jetzt bist du auf einmal still. Stiller wie ein schweigendes Grab. So was. Stimmt, das hatten wir noch nicht. Willst du die gepanzerten schwarzen Kreaturen beziehen, gib ihnen explosives Futter. Gut, du hast gesagt, einmal eine Bombe in die Fresse. Das sind doch Bomben! Oh nein, die meinen das schwarze Ding, was da rumläuft, glaube ich. Und das musst du mit die gepanzerten schwarzen Kreaturen bezwingen. Ja, na klar, das ist auf jeden Fall gepanzert. Nein, aber ich meine, du musst die Bombe dafür verwenden halt, dann... Verstehst du, was ich von dir will? Ja. Super! So Mario Maker! 2! Dafür krieg ich eine Bombe. Lol, wenn ich eine Bombe... Das ist scheiße, als Hinweis. Warte, da war ich ja noch nicht, da war ich nicht. Warte, wie komme ich da hin? Okay, da. Perfekt. Perfekt, ciao. Warte, da muss ich hin. Da muss ich hin, aber wie? Links machst du witzig mit deinem Animal zu machen. Was siehst du? Nee. Natürlich. Ich weiß nicht, was du meinst. Die Animationen, die witzigen. Nee, das, ich verstehe echt nicht, was du gerade meinst. Ja, sagen es alle immer. Und dann werden sie schwanger, oder was? Also du vielleicht, ich nicht. Ich kann auch nicht schwanger werden. Da wäre es mir bei dir nicht so sicher. Prost. Prost. Dun, dun, dun. Dann macht man so, dann macht man so, dann geht man so durch. Genius! Dann macht man so. Macht man so. Wenn man zu krass ist. Dann merkt man, dass da keine Tür ist. Geht man da durch. Ui. Dann macht man das da. Dann explodieren alle. Wenn man zu krass ist. Ich finde diesen Sound so nice. Danach kriegt man den kleinen Schlüssel und kann zum Boss, zerstört ihn und danach macht man das Video zu Ende. Wir sind alle happy. Give me life. Hi life. Mm.
Soll ich dir was Krasses zeigen? Warte. Hier mal! Boah, in die andere Richtung geht es viel schwerer. Weil man da weniger Anlauf hat. Und Gesundheit. Danke, Mann! Ich komm das Samuel mit seinem Was ist das da? Was ist das da? Was ist das da? Ein 8-Bit-Block. Du musst zuerst nach unten gehen und ihn runterlocken und dann da oben durch. Aber so nicht. Warte. Ich verreck's grad hier. Aber die Idee war gar nicht mal so schlecht. Hacker! Das ist ein bisschen wie Mario-Style so, ne? Ja. Jump'n'Run-mäßig. Aber nicht. Wie kannst du die ganz kaputt machen? Die da? Ja. So. Und davor konnte ich sie mit Bomben kaputt machen. Ja, nee. Doch. Die schwarzen Dinger gehen noch nicht kaputt mit Bomben. Nein, die schwarzen Dinger, die gehen so kaputt. Aber mit Anlauf und dann Schwertner oder wie? Und das sind ja so Zelte, so. Das ist wie bei Bomberman, wenn du Bomberman mal gespielt hast. Natürlich. Das Klassische? Also nee, das Normale? Die Spezial oder was andere testet. Ach so, dann nicht. Aber auch die Klassiker, aber ja, das ist ein Jahr her, das Mal. Ja, das Klassiker habe ich sogar auf DS gespielt, auf Japanisch, deswegen habe ich nichts verstanden. Also? Ich wusste einfach nicht, jemand hat mal die Sprache geändert und ich wusste eben nicht, oh mein Gott, wieder findet. Oh, weil das schöne Story aus den Tutorial, nee, das war Frankreich Klassenfahrt letztes Jahr. Ich sag keinen Namen, aber ein sehr intelligenter Klassenkamerad von dir hat es geschafft, sein Handy auf Japanisch zu stellen, ist seine Treppe zu lang nicht mehr so zu stellen, weil er so dumm dafür war. Hilfe. Ich tu gleich null, ne? Wer war's? Ich sag jetzt keinen Namen. Du kannst dir denken, wer es war. Fängt er mit L an? Ja. Dann noch ein E. Ist gut. Ich meine, für uns alle sind alle den Larry. Also, aber das ist schon der da, oder? Ja, der Larry. Der kleine da. Der kleine Larry. Ne, ist aber echt schon der kleine. Ja. Du hast nicht viel mehr mit solchen Narbendingern bei dir. Wir müssen alle mit mir reden. Warte, gibt es überhaupt einen weiteren mit L? Ja. Tatsächlich. Ah ja, stimmt, der da. Ich glaube, das ist auch der einzige andere. Wieso Lilip bist du auch noch? Lilip. Der Lilip. Lilip. Der oder der Latias. Hört sich an wie Latex. Alle mit Family oder der Lavit. Ihr müsst einfach mal ein L als ersten Buchstaben von den Namen nehmen. Zum Beispiel aus, was haben wir denn da? Sunwild. Ja, zum Beispiel aus, wie ist das der sympathische Typ da hier, der Frank, oder wie ist der? Aus Frankfurt lang. Wow, hast du gut gemacht, du bist kurz vorm, Aber der will einfach nicht runterkommen auch, ich weiß. Er macht so. Und dafür haben wir jetzt 10 Minuten gebraucht. Einmal mit dem Schwert gegen die. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich verloren habe. So viele. Oh, so viele. Und ich immer noch dieses komische Wackelpudding-Ding. Das extra so gemacht habe, weil der rastet der auf. In der Mitte einmal genau. Und jetzt einmal lang. Das, was du gegen die Wand machst, musst du jetzt in die Mitte reinmachen. Ja. Ah, siehst du? Verpisst euch! Was ist das? Vielleicht nie auf, wieder sehen. Auf das runter. Nein. Ja, das ist ein bisschen. Der Boss ist ätzend. Oh, einer zerstört. Ich bin zu krass für euch.
Fall gibt es erstmal eine kräftige Cola. Und ein extra Herz. Yeah, boy! Oh, yeah! Sagte, ersetz mal das Endos irgendwie. Was ist denn das für eine Glocke? Auf jeden Fall, liebe Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat zumindest die Aufnahme gefallen. Ja, ein Teil wurde, ein Teil wurde davon rausgeschnitten. Im nächsten Part. Was ist im Wasserfall versteckt? Macht's gut, bis dahin. Und ciao. Ciao.